Vorheizen auf 220 Grad. Naja. Jetzt brauche ich ein Backblech für die Pommes. Kommt der auch gleich schon. Ja, der Tisch ist auch nicht freigeräumt. Ja. Hat es immer auch nicht vorgeheizt, der scheiß Backofen. Ne? Ach, jetzt kommt der Junge auch schon. Hallo Sohn. Ja, komm rein. Oh. Ja, hi. Hi, Vater. Na, hast du noch gar nicht gekocht? Noch nicht fertig. Was gibt's denn? Der Backofen. Ja, Pommes habe ich hier. Pommes. Ja. Mhm. Ja, so Tiefkühlpommes und Frikadellen. Ja. Aber Backofen ist noch nicht vorgeheizt. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hab schon Hunger, ne? Ja, ist mir schon gleich, ja. Soll einfach jetzt schon rein tun? Aber jetzt tun wir jetzt schon mal rein, ne? Ja, mach ja. Mal. Ich spiele ein bisschen PlayStation. So. Ja, geh mal. Okay. Ja, ja. Schürrle, der einzig echte Bayernjäger. Schuss! Oh. Ja, denn das wäre sie natürlich gewesen, die Führung. Gibt's denn gleich Essen? Ist gleich fertig. Ich muss noch die Frikadellen braten. Ich habe normale und vegetarische. Mhm. Ist ja gerade Fastenzeit. Ich habe auch ganz schön Hunger. Ja, ich auch. Und? Hast du die Klassenarbeit wiederbekommen? Nee. Noch nicht, der braucht noch eine Woche, hat er gesagt. Ach so. Da reden wir gleich drüber. Ach, Scheiße. Heute die verbrannt. Ist es fertig, Papa? Ja, schon, ja. Pommes sind teilweise ein bisschen angebrannt, aber das nimmt man da. Geht schon. Ja, dann nehme ich einfach die aus der Mitte.
Ja, hol dir mal einen Stuhl. Ja, das ist doch. Ah, ja, stimmt. Ja. Ich hol schon mal zwei Gabeln, ne? Ja, Gabeln ist super. Ja, so ist es. Darf ich hier gut. Vegetarisch mal probieren? Nee. Ich probiere das mal. Warte, komm, ich mache kurz Pommes. Schmeckt ein bisschen nach nichts. Ah, steht ein bisschen Salz, ne? Zwiebeln in den Frikadellen? Ja, schon, oder? Ist doch normal. Aber ich vertrage gar keine Zwiebeln. Schon nur ein bisschen. Aber ich habe Fructoseintoleranz. Mir geht total scheiße morgen, wenn ich das jetzt esse. Fructoseintoleranz? Was ist das jetzt schon wieder? Stoffwechselerkrankung. Ist wie der Fußball oder was? Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, was der genau hat. Ja, musst du liegen lassen. Ja, ist ja kein Problem. Und sonst? Alles okay. Hast du eine Klassenarbeit? Hier? Hast du doch geschrieben, ne? Hast du zurückbekommen? Noch nicht. Der Lehrer ist krank. Ah ja. Wie heißt der nochmal? Da. Mathe? Ja, genau, wie heißt der nochmal? Antweiler. Ja. Außer auch ein Pfosten. Ich mag den eigentlich. Das ist einfach mal so mein Lieblingslehrer. Oh. Ich gehe schon mal noch mal ein bisschen PlayStation spielen, okay? Ach, jetzt schon. Ja, okay, ich kann auch noch ein bisschen sitzen bleiben. Deine Mutter bestimmt. Ja. Ja, hallo. Ja, er ist schon hier. Ja, wir haben gegessen und ja, gleich sind wir fertig mit Essen. Nein, ich war nicht bei der Pizzeria und nicht bei der Pommesbude. Ja, Gemüse habe ich auch gemacht. Zwiebeln, alles. Ja, das Geld, das... Sabine, ich weiß, nächste Woche schicke ich das. Ich überweise das nächste Woche, ja? Da waren Zahlen drin, Überweisung drin, ja? Ja. Gut, also du holst ihn um 19 Uhr ab, ja? Tschüss. Ja, versteht euch immer noch nicht so gut wieder, ne? Ja, dein Mutter ließ. Manchmal ein bisschen schwierig.
Kennt sie ja wahrscheinlich auch. Mhm. Naja. Aber meine Mutter kocht mir nie was mit Zwiebeln. Wir können auch, wir können auch mal Billard spielen gehen nächste Woche oder so. Klar, warum nicht? Machst du gerne Billard? Ja, habe ich jetzt noch nie, aber nee. Macht das schon Spaß. Kennst du auf dem Fernsehen bestimmt? Ja, Snooker läuft da oft. Ah ja. Ja, komm mal nächste Woche. Kennt ihr eine gute Kneipe, kann man spielen. Ja, cool. Gerne, ja, können wir. Können wir ja mal überlegen. Ja, ja, können wir mal. Können wir mal schreiben. Schauen wir mal. Mhm. Überlegt, ob ich später Kunstwissenschaft studieren will. Machen wir lieber nicht. Das ist nichts, glaube ich. Sicher? Ja, schon. Oh. Hm.